So, ich finde auch hier sollten ruhig Geschäfte entstehen. Nehme ich mal wieder den kleinen Pinsel, mit dem man das ordentlicher machen kann. Hier, das möchte ich gern wieder frei halten. So, das hier könnten wir... Sollten wir das noch Wohngebiet werden lassen? Hier das? Ja oder nee? Oder doch? Oder nee? Oder nee? Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Machen wir hier mal noch eine Straße rein. Ah, Moment, dann nehme ich mal die Einzelstraße. So. Das gleiche mal hier auch. Das verbinden wir da mal noch mit einer Straße. So, da lassen wir es auch reingehen und hier machen wir noch ein bisschen dicht besiedelte Wohngebiete, würde ich sagen. Ich nehme wieder den großen Pinsel. So. So, ich glaube, die zwei da reichen nicht für dicht besiedeltes Wohngebäude, aber immerhin. Moment, ich muss doch mal. Oh, ach, Herr Jemini. Konnte ich es wieder nicht unterdrücken? Mensch, Kelle, so geht das doch nicht. Kannst du dich da rumniesen wie ein Viech? So, wenn wir das wieder Geschäfte machen, dann könnte das hier ruhig. Wobei, das hier mache ich auch Wohngebiet. Das auch. Und das hier mache ich mal als dicht besiedeltes Geschäftsgebiet. Das hier weg, weil hier ist U-Bahn und Co. Das sollte eigentlich nichts sein. So, die Stadt gedeiht, die Stadt gedeiht. Möge sie wachsen und gedeihen. Wir könnten hier noch so eine Straße rumbauen, finde ich. So eine normale halt. Dass das Gebäude so schön eingezäumt ist. Guck mal, ist er dann wie sein eigenes. Ja, sein eigenes, ne? Seinen eigenen Stellplatz, kann man sagen. Hier können wir dann noch wichtigere Gebäude hinbauen. Wie hier zum Beispiel Bürogebäude, ja, oder sonst was. Bürogebäude. Ein paar Wohngebäude, ein paar wichtige Gebäude, die die Stadt unbedingt braucht. Können wir sogar noch eine Kreisverkehrsauffahrt bauen? Wollen wir die? Aber wenn, dann nur in diese Richtung. Friedhof benötigt. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Oh. Okay. Moment, sollen wir hier eine Einbahnstraße hinbauen? Die können doch hier schon abbiegen, die können doch hier schon hier rein und dann da lang. Warum sollte ich hier noch eine Einbahnstraße bauen? Und das wäre ein bisschen Quatsch, finde ich. So, gucken wir mal, wie ist es mit den sonstigen Diensten. Oh, halt, Wasser, Wasser, Wasser. Ich habe es schon wieder vergessen. Kelle, vergiss doch nicht ständig das Wasser. So. Die haben jetzt alle Wasser. Das sieht gut aus. Die da oben haben auch alle Wasser. Oh, da ist ein Toter. Ja, hier gibt es ziemlich viel zum Abreißen. Können wir nicht sagen, automatisch abreißen? Das wäre doch geiler. Jetzt darf ich hier die ganze Scheiße raussuchen. Weil es keine Arbeiter gibt. Das ist doch blöd. So, so, weg, 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 weg. Heiland, sag du. Welches ist hier verlassen? Das, ne? Die. Ich frage mich nur, warum die das nicht mal so machen, dass die Leute erst dann etwas bauen in einem deklarierten Gebiet, wenn sie es auch wirklich brauchen. Wenn es halt deklariert ist, ist es deklariert, aber sie sollen doch um Herrgottes Namen erst anfangen zu bauen,
wenn sie es wirklich benötigen. Aber man hat es halt schon mal vordeklariert. Das finde ich irgendwie geil. Aber nein, das Leben ist eine Wunschvorstellung. Zumindest in Cities. Da war noch ein kleines Müllgebäude dahinter. Das ist jetzt auch leer, das ist auch leer. Dann werden die immer mehr leer. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so gut wie alles wegreißen dürfen. Meine Güte. Scheiße. So, jetzt sind die nächsten leer. Sage mir mal eins, du. Die bauen immer neu, dann werden sie wieder leer. Also nee, du. Nee, nee, nee. Irgendwie schon strange, die Leute. Irgendwie schon strange. So, Stadt wachse und gedeihe. Wachse und gedeihe. So, ach, das braucht auch Wasser und Strom. Okay. Ein Stadion, Wasser und Strom benötigt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So, Strom. Ja gut, geben wir das dem mal über so eine Leitung hier. So, läuft es? Ist das angeschlossen? Klappt es? Es klappt nicht, ne? Ich glaube, ich muss es hier reinstellen. So, ja, jetzt erhält es auch Strom. Sehr gut. Ja, das dauert halt noch ein bisschen, bis Bewohner mit angeschlossen sind. Also Einwohnergebäude, Bürogebäude könnte man hier noch drum bauen. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis das so funktioniert. So, plus 56 Einwohnergebiete. Wir könnten neue Einwohnergebiete definieren. Definiere Einwohnergebiete. Definiere, definiere. Würde ich gerne von hier aus was bauen. Oder? So, hier. Diese Art, oder wie? Ja, warum nicht? Warum nicht? Machen wir das mal so. Und definieren halt hier noch überall Einwohnergebiete. So, ich würde sagen, fangen wir hier klein an oder machen wir große Einwohnergebiete hin? Wir könnten hier an den Kreisverkehr ja noch große machen. Zumindest hier so hin. So, die fahren ja hier alle auf Arbeit auf diese Seite. Dann könnten wir hier auf jeden Fall Einkaufsdinger hinmachen. Vielleicht auch hier noch ein paar große Einkaufsdinger. So, dann machen wir hier auch noch Wohngebiet hin. Großes Wohngebiet, wohlgemerkt. So. Dann, wer hier rein will, kann noch in großen Wohngebieten wohnen. Hier mache ich mal wieder ein bisschen kleinere hin. Oder nee, wer hier wohnt, der fährt mitunter heim. Der fährt mitunter heim. Jetzt sagen die Wohngebiete, die groß machen wir eher auf diese Seite. So, jetzt brauchen wir den kleinen Pinsel. Damit das noch funktioniert. So, sehr schön. Okay, okay, okay. Dann machen wir auch noch große Wohngebiete hin. Hier auch mal noch. So, und hier, die kommen von Arbeit. Da könnten wir dann wieder Geschäfte hin machen und Co. Aber möchte ich erstmal nicht tun. So, hier sollen dann wieder normale Wohnungen überall stehen. Genau wie da eigentlich, ne? Auf diese Seite hier doch auch, oder nicht?
So, nehmen wir mal den großen Pinsel. Pinsel, 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 Pinsel. Aber ich glaube, wir müssen noch Wasser definieren. Jawohl, jetzt habe ich es mal ausnahmsweise nicht vergessen. So. Verbinden wir das einfach mal. Zack, dann sieht es ein bisschen besser aus. Finde ich. Oh, jetzt habe ich Pause gedrückt. Pause gedrückt. Kelle drückt einfach so Pause. Das gibt's ja nicht. So, und jetzt wächst unsere Stadt noch mehr. Jetzt bekommt sie noch mehr Einwohner. Und es wird einfach noch geiler. Was macht das Stromverbrauch? Der sieht gut aus. Wasserverbrauch sieht gut aus. Müllverbrauch sieht gut aus. Ach ja, hier, Krematorium, die moderne Entsorgung der verstorbenen Wärmlinge. Zufälligerweise spart das auch Platz. Genau, wir sollten doch ein Krematorium bauen. Wo haben wir denn eigentlich Friedhöfe bisher? Wir haben einen Friedhof, zwei Friedhöfe. Hier hinten sollten wir auch unbedingt wo irgendwo noch einen Friedhof bauen. Komm, den bauen wir mal hierher. So, da ist noch ein Friedhof. Und ein Krematorium könnten wir irgendwo hier in die Großstadt reinbauen. Ja, wo sie hier erfreut sind, dass es sowas gibt. Wo baut man denn sowas hin am besten? So, hier? Ja, oder? Baut man am besten so ein Krematorium hin? Am besten hier, hä? Ja, komm, das sieht ganz gut aus. Zack, hätten wir ein Krematorium hingebaut. So, dann fährt auch da schon der Leichenwagen los, oder was? Holt ja gleich die Leiche ab. Leichenwagen, genau. 7 Leichenwagen haben die. Das Krematorium. Da werden die Leichen verbrannt. Ja. Sehr schön. Ja, in der Großstadt wird das mehr benötigt. Hier in den ländlicheren Gebieten haben wir dann mehr die Friedhöfe. Das sieht geiler aus einfach. Und passt viel besser. So, dann ist unsere Stadt bis jetzt kaum gewachsen, muss ich sagen. Aber das soll ja noch werden. So, U-Bahn. Würde ich sagen, bauen wir mal eine neue U-Bahn-Station. Wir könnten auf jeden Fall eine neben das Stadion bauen. Ja. Dass wir das mit verbinden. Wir könnten eine auf jeden Fall hier hinten noch hinbauen. Oder hier hinten. So, dann hätten wir das verbunden. Und eine, wie wäre es mit hier hinten noch? Die sind zwar immer etwas teuer, aber mein Gott, Wayne. Haltestelle zum Verlegen hierher ziehen. Was? Wie kann ich eine neue Linie machen? Neue Linie hinzufügen. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Was? Hä? Ach so, jetzt haben wir keine Linie mehr, oder was? Hä? Ach so, Moment, wir machen mal die Linien hier jetzt weg. So. Nur keine Panik, Leute, auf der Titanic. Ihr bekommt gleich eine neue Linie spendiert. Wir müssen nur die U-Bahn-Dinger neu bauen. So, und zwar müssen wir hier die Tunnel abreißen, ja. So.
dann neu setzen. Zum einen kommt jetzt der nächste Tunnel direkt an diese Station. Dann kommt der Tunnel von dieser Station zu dieser Station. Dann kommt der Tunnel von dieser Station zu dieser und von dieser zu dieser. So, dann können wir jetzt die neue Linie setzen. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der Linie hier an jetzt. Dann fährt sie da lang, dann fährt sie hier lang, dann fährt sie hier lang, dann bis zum am Stadion vorbei. Dann die Leute zur Arbeit, die Leute auch hier zur Arbeit und da zur Arbeit. Und dann schließt die Linie wieder. Perfekt. So. Da können die Leute immer schön mit U-Bahn fahren, von überall aus. Können auch gleich U-Bahn-Station. Ah, Stadion, das braucht eine eigene U-Bahn-Station, ganz klar. Da hinten gibt es eine U-Bahn-Station, da eine, das sieht gut aus. So, Buslinien müssen wir mal nur noch verfeinern. Da muss ich auch, glaube ich, komplett nochmal neu bauen, so langsam, was Buslinien angeht. So, die Leute wollen mehr Kaufgebiete. Ach was, für was brauchen denn die sowas? Wollen dann nichts kaufen. Was ist das? Quelle von Leben und Tod? Haben wir die nicht schon? Nee, ich glaube noch nicht. Ein hübscher Springbrunnen erinnert passant an die Zerbrechung des Lebens. Anfang für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Quelle von Leben und Tod. Das ist eine komische Quelle. Setzen wir denn die hin? Wollen wir die überhaupt wohin setzen? Könnten wir mal direkt hier da gegenüber setzen, oder? Das wäre doch geil. Hier so gegenüber von diesem Gebäude. Hätte was. Das muss sowieso weichen, glaube ich. Ja, setzen wir das mal direkt da gegenüber. Dann haben wir da die Quelle von Leben und Tod. Ja, was auch immer das sein mögen soll. So, da haben wir die Bürogebäude, würde ich sagen. Machen wir hier auch noch Bürogebäude hin. Kompletto. Und da auch. So. Hier können auch noch freilich Bürogebäude entstehen. Und auch hier. Und auch hier. So. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, da ziehen sie schon hoch, die Bürogebäude. Da ziehen sie schon hoch. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Einwohner. Die sollen mal hinne machen. Hier sollen hier einziehen. Hier sind doch schon überall Einwohnerfleckchen definiert. Warum zieht denn jetzt keiner ein hier? Doch, 68, 61. Das wird langsam. Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut. Das nächste Mal werden wir uns hier um die Gebäude kümmern oder dafür sorgen, dass erstmal neue Einwohner in unsere Stadt kommen. Wir haben heute wieder etwas geschafft. Die Stadt wächst nach und nach. Bei mir immer etwas langsamer, wie ihr seht, aber sie wächst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst's krachen. Euer Keturio und ciao, ciao.